Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blooms Tower Defense 6. Wie ich gerade heute sehe, gibt es eine neue Karte. Ich weiß nicht seit wann. Es ist schön alles auf Weihnachten getrimmt. Ja, dann versuchen wir sie mal. Ne, Etienne haben wir noch nicht. Wir machen sie extra vielleicht. Ja, das ist Kinderkacke, aber ich kenne die Karte noch nicht. Es ist zwar alles in einer Richtung, sieht eigentlich sehr easy aus. Die müsste auch super zu spielen sein, aber... Ich weiß noch nicht, wie ich starten soll. Ich würde gerne... Wir probieren mal was ganz Dummes. Vielleicht funktioniert das. Aber nicht vergessen, Reißnägel. Immer ganz unten die Reißnägel hin. Habe ich gesagt, ob Glück oder können wir nicht finden. Abonnieren, liken, kommentieren. Sagt, ich weiß es gar nicht. Wenn ich vergessen habe, sage ich es hiermit nochmal. Okay, die erste Runde haben wir. Okay, das sieht stabil aus und ist auch eine optische sehr schöne Karte. Wir brauchen Etienne. Na komm, mein kleiner Etienne, das schaffen wir doch. Jetzt wird zu schnell. Komm, komm, 720. Ja, komm. Du schaffst das, Mädchen. Soll sie es zu schnell rüberziehen? Ich liebe es. Wir machen ihn mal so hin. Ja, dann hat er den großen Radius zum Abdecken. Ab jetzt kann es nur gut laufen. Jetzt ist sehr stabil. Das ist easy. Große Klappe und danach kriege ich voll auf die Schnauze. Aber bleibt dran, das werdet ihr sehen. Okay. Oh, der Pinguin war ganz schnell unterwegs. Wir brauchen mindestens eins davon. Nochmal nach hier. Was hatte ich letztes Mal anders gestellt? Was im letzten Video? Ich weiß gar nicht. Das konnte auch Bleiernde zerplatzen lassen. Ich weiß noch nicht, was es war. Egal. Jupp, noch sehr effektiv und sehr stabil. Was ist das? Also ich will jetzt sicherheitshalber auf jeden Fall... So. Ich werde gleich noch eins reinmachen. Wir werden hier wegen dieser super... Eisfläche bzw. den großen Loch im Eis ein bisschen mehr mit Booten gerade auf der Karte arbeiten. Das wäre jetzt so der Gedankengang. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Sehen wir gleich. Natürlich müssen wir noch ein paar Bummer hinstellen. Ich meine Kanonen. Ich vergesse das alte Dreier-System. Immer wieder gut, immer wieder alt bewährt. Falsche Wortwahl, also fast falsche Wortwahl. Mein Gott, ich verdrehe die Wörter mal. Es ist alt bewährt und immer wieder gut. Ich glaube, das war richtig. Irgendwie so oder irgendwie anders, ich habe keine Ahnung. Okay, was machen wir als nächstes? Ihm aufzubauen wäre natürlich auch sinnvoll. Ja, komm. Ich glaube, es war das hier. Ja, war richtig. Den machen wir erstmal soweit fertig. Dann fehlt nur noch Ballonfalle. Dann ist der aber auch sehr effektiv. Ah, ich könnte mal wieder Sniper einsetzen, ne? Das hatte ich auch letztes Mal. Ah, mal gucken. Kann die Pinguine ins Wasser stecken, die Pinguine? Entschuldigung. Ja, ich finde es lustig. Tut mir leid. Okay, bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Erste Geschütz fertig, dann nehmen wir wieder den Blogger. Schnell nachladen nehmen wir bei allen. Das ist eigentlich eine gute Option. Ja, der Blogger ist immer gut. Ja, der heißt nicht Blogger, aber er blockiert die Blooms. Er stoppt sie, er hält sie kurzzeitig auf. Also ein Stopper.
Ein Stopper. Ja, was drücke ich da, wenn ich das müsste? Das wird auch ein kürzeres Video. Wir machen auf einfach bis Stufe 40. Es tut mir auch leid, aber ich werde die Karte nochmal machen, dann auf Mittel oder auf Schwer. Verspreche ich auf jeden Fall. Weil die Karte ist, denke ich mal, sehr gut aufgebaut, um leicht zu gewinnen. Easy win. Ich glaube, so viel muss ich gar nicht aufbauen für die letzten 10 Runden, aber okay. Ich glaube, das Schiff ist ein bisschen verschwendet. Wir machen trotzdem mal. Nee. Ja. Dann haben wir immer noch Reserve, die 4 Zusatzdrohnen und 2 haben wir aktiv. Perfekt. So muss es sein. So, nicht anders. Ob Glück oder Können, wenn es will, lass ein Abo da, like die Videos, schreib es in die Kommentare und aktiviert die Glocke, Instagram und Twitter unten in der Beschreibung verlinkt. Danke. Und danke an jeden Abonnenten, der mich bis jetzt abonniert hat. Ich bin sehr klein und danke an jeden, der meine Videos guckt. Ich bin immer noch sehr klein, aber ich mache es extrem gerne und ich hoffe, es kommt wirklich gut an. So wie es aussieht, ja. Ich bin ja nicht gut in Reden oder Danke sagen. Das ist nicht meine Stärke. Das klingt dann immer so seltsam so. Noch 4 Runden. Ja, das schaffen wir easy. Ich brauche das Schiff gar nicht. Ich mache jetzt mal was ganz Dummes. Soll ich? Ja. Und theoretisch müssen wir das schaffen. Mit ganz wenig stehen. Ja, das gewinnt. Den Geschenken drin? Gar nichts, schade. Und 1 weg, 2 weg, 3 weg, ab ins Wasser mit euch. Läuft gut. Oh oh. Verdammt, die kam durch. Weil sie getarnt waren. Nein. Wie gut, dass ich da die Reißnägel. Die heißen Nägel hingelegt habe. Gut, dass die nicht im Eis durchschmelzen oder schnell auskühlen. Perfekt. So, okay, eigentlich haben wir jetzt eine sehr stabile Front. Müssen die letzten beiden Runden auch noch hinkriegen. Dann ist es wirklich ein bisschen kürzeres Video, was ich denke mal besser ankommt. Oder ich müsste, wenn ich die längeren mache, sie ein bisschen mehr cutten. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt sie in die Kommentare. Ja, das war's. Perfekt. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace.